Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr selbst Salat zu Hause anbauen könnt. Jetzt im Winter ist es manchmal schwierig, an grünes Gemüse zu kommen. Und wenn du wissen möchtest, wie du dir selber grüne Pflanzen anbauen kannst, dann bleib jetzt dran. Also, ich mache mir gerne aus Sonnenblumenkernen mit Schale Grünkraut. Wie geht das? Ich kaufe mir Sonnenblumenkerne aus der Tierhandlung, beziehungsweise gibt es auch ja in anderen Geschäften für Vögel. Ganz normale Sonnenblumenkerne mit Schale. Das ist wichtig, dass es Schale hat. Brauchst keine Angst zu haben. Ich lebe noch und ich esse es regelmäßig. Ich bin nicht tot. Bio-Qualität gibt es leider nicht. Aber ich denke mal, wenn es jetzt gespritzt ist oder sowas. Also ich denke nicht, dass es gespritzt ist für die Vögel. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn doch, ja, dann brauchst du es nicht nachzumachen. Auf jeden Fall nimmst du dir diese Sonnenblumenkerne mit Schale und weicht sie erstmal ein. Am besten ist es in einer Schüssel mit Wasser und leg nochmal einen Teller drauf, weil die schwimmen gerne oben. Aber die müssen unbedingt eingewäscht werden über Nacht. Am nächsten Tag spülst du sie raus und lass sie erstmal so in einem Sieb am besten abtropfen. Das lässt du ungefähr 2 bis 3 Tage, bis so ein kleiner Fortsatz sich gebildet hat, also schon mal diese Keimlinge. Und dann brauchst du einen Behälter. Du kannst einen, also ich nehme einen Blumentopf, du kannst auch ein Backblech nehmen, einfach Erde da drauf machen. Ich nehme da halt Bio-Erde von Markt bei mir in der Nähe. Dann lege ich diese Sonnenblumenkerne, die schon ein bisschen gesprosst sind, drauf. Decke sie ab, es muss ein bisschen dunkel sein. Das ist nämlich ein Dunkelkeimer, da gibt es nämlich Dunkelkeimer und ein bisschen Hellkeimer, irgendwie sowas. Das lässt du jetzt so abgedeckt und tust es morgens und abends immer ein bisschen nass machen. Am besten spülst du drauf oder du tropfst es halt nochmal drauf. Ja? Ein bisschen Wasser, nicht zu viel, weil die schimmeln leider sehr schnell. Das machst du 4 Tage ungefähr, dann fangen schon mal an, kleine Pflänzchen zu kommen. Wenn die oben sind, wenn die rauskommen, diese Pflänzchen, wenn du schon siehst, dass die ja langsam größer werden, kannst du die Abdeckung wegnehmen. Jetzt brauchen die ein bisschen Licht. Ich lasse sie immer in der Nähe von der Fensterbank. Du machst es weiter, morgens und abends tust du sie bespritzen mit Wasser. Nach ungefähr 11 bis 12 Tagen hast du Grünkraut, das du ernten kannst und als Salat essen kannst. Es schmeckt angenehm nussig. Ich mische es immer ins Salat rein. Ich esse es jetzt nicht so pur, sondern immer gemischt. Es ist sehr lecker. Hat sehr viele Vitamine, vor allem Folsäure. Also 100 Gramm von diesen Sprossen haben mehr Folsäure als ein ganzes Steak, also ein ganzes Stück Fleisch. Und wenn du schwanger bist, ist es perfekt für dich, weil gerade Schwangere brauchen ja viel Folsäure. Es hat auch Eisen, es hat Mangan, das ist gut für die Haare. Es hat verschiedene B- und A-Vitamine. Wie ihr seht, sehr nährstoffreich, sehr leicht zu machen. Ja, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, werde ich es euch nochmal unten reinschreiben. Falls du diese Sonnenblumenkerne nicht essen möchtest, weil die halt aus der Tierhandlung sind, kannst du ganz normale Sonnenblumenkerne vom Rossmann kaufen oder vom DM, also diese geschälten. Die kannst du auch nochmal über Nacht einweichen, ich glaube 6 Stunden, muss nicht die ganze Nacht sein. Und lässt sie einen Tag lang keimen, also einfach in ein Sieb geben, irgendwo in einen Behälter, wo es abtropfen kann. Und dann ist es nach einem Tag schon gekeimt und kannst es auch so essen. Wenn die gekeimt sind, haben sie mehr Nährstoffe und sind bekömmlicher für den Körper. Okay, aber da kann man kein Grünkraut draus machen. Das bleibt einfach nur, da bleibt, also bei diesen geschälten Sonnenblumenkerne kommt nur so ein kleiner Fortsatz raus und fertig. Also es wird kein Grünkraut, aber so kann man es auch essen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls du weitere Fragen hast, schreib mir das unten in die Kommentare. Falls du kein Video verpassen willst, dann kannst du mich gerne hier abonnieren. Und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss.